Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute sind wir mit Frankens Bierwelt hier bei der Elchbräu in Duisbrunn bei Grevenberg und Zeit hat sich der Georg Kugler, der Chef hier genommen. Danke nochmal. Danke für deinen Besuch, Thomas. Dass ich kommen durfte. Jetzt lese ich es ab, bevor ich wieder was vergesse. Wahrscheinlich seit Ende des 16. Jahrhunderts gab es ja am Standort ja schon einen Gasthof, Gastwirtschaft mit Brauerei, Melzerei, Brennerei, Bäckerei, das ganze Sortiment eigentlich schon. Und jetzt kannst du mal von den Anfängen nochmal ein bisschen was erzählen. Wie es damals losging, bist du oder wie ihr mit der Familie dazugekommen seid? Also wir haben das Ganze, meine Frau und ich, 2002 übernommen. Und mein Senior, mein Patenonkel, den seine Familie das Ganze 1920, 24 irgendwann das Anwesen gekauft. Davor war aber die Brauerei, die wurde mehrfach verkauft und war dann pleite. Und da waren aber keine brauereitechnischen Anlagen mehr da. Und dann hat die Familie Seitz das Ganze als Landwirtschaft und Gaststätte eben weitergeführt bis 2002 und dann haben wir das im Endeffekt übernommen. Und jetzt bist du der Kopf natürlich hinter dem ganzen Elchbräu und mit viel Herzblut schaffst du natürlich auch immer neue Kreationen und du bist natürlich auch hier Braumeister, Malzmeister und Biersommelier auch. Also da macht man sich dann schon Gedanken, wie man da was zusammenfügen kann. Also Kopf, wir machen das immer zu zweit, ne? Bisher haben wir immer alles zu zweit gemacht, meine Frau und ich. Und ja, bei den Bierentwicklungen oder wenn man sagt, man bringt ein neues Bier raus, wir haben ja auch noch einen Braumeister angestellt, Marcel, ist ein guter Freund. Und ja, wir haben dann halt eine Idee, wir wollen das Bier so und so in die Richtung. Und dann hat man halt über die Jahre praktisch die Erfahrung, was für Malz nimmt man, welchen Hopfen nimmt man, wann gibt man den Hopfen. Und ja, und dann macht man halt mal eine Charge und schaut, ob das so passt. Und es passt ja auch meistens und dann dreht man halt noch kleine Stellschräubchen, dass man da vielleicht noch ein bisschen was verändert, weil man sich denkt, ah, vielleicht vor dem Malz noch ein bisschen weniger und vor dem ein bisschen mehr oder vor dem Hopfen noch ein bisschen mehr, aber so im Großen und Ganzen. Wie jeder Hobbybrauer so auch. Ja, irgendwas, ne? Also ist kein Hexenwerk. Man kann nichts berechnen, ne? Also man kann Geschmack kann man nicht berechnen, das geht nicht, das muss man dann auch einfach probieren, genau. Ne? Und das Ganze ist natürlich auch nicht immer schlecht gelungen, weil ihr habt ja schon den ein oder anderen Bierstar und so. Genau. So Zeug, sage ich jetzt mal, auch natürlich schon ein Geheimnis. Ja, European Bierstar fürs Dunkle, fürs Pilz, schon 3 Stück insgesamt, dann World Beer Award, ja, haben wir schon ein bisschen was gewonnen. Jetzt hast du schon angesprochen, Pilz und Dunkel gibt es, dann gibt es natürlich auch ein Kellerbier, nix Amore. Wer ist da immer der Kreative in der Familie? Ja, auf den Namen bin ich mit meinem Bruder gekommen, der hat da, da gibt es einen Song von Dom und Basti und ja. Und da ich ganz gute Beziehungen nach Italien habe und nichts amore, das ist halt dann auch ein bisschen so auf die Schippe nehmen. Und so kommen wir dann gleich über den Weizen zum nächsten. Das ist euer aktueller, der Doppelbock. Genau. Der hat natürlich auch ein, ich sage mal, wie die Politiker mal gesagt haben, ein Doppelwumms. Und der hat natürlich auch einen sehr kreativen Namen. Kannst du mal was dazu sagen? 1,21 Gigawatt, genau. Das kommt von Zurück in die Zukunft und der Fluxkompensator, also das Teil, das Teil, das den DeLorean wieder zurückschießt, braucht halt 1,21 Gigawatt und das ist halt auch, weil er eben so stark ist. Und dann, ja. Und der, auch da hat es funktioniert und der überhaupt sehr zu empfehlen, habe ich auch schon probiert, passt auch dann so in der Jahreszeit, so die ganzen Speisen wahrscheinlich. Ne? Jetzt bist du natürlich der Bierprofi, aber dein Steckenpferd ist das Bier auch, aber du hast ja noch eins, die heimliche Liebe oder die große Liebe, ist natürlich die Brennerei. Genau, ist es. Und der habt ihr natürlich dann auch. Genau, 2014 haben wir uns dann dazu entschieden, eine größere, eine Verschlussbrennerei zu kaufen. Ja, 1200 Liter bringen wir da rein und produzieren in einem größeren Maßstab Whisky, haben mittlerweile so 120, 150 Fässer Whisky liegen. Die ältesten 8 Jahre und ja, da kennt man uns mittlerweile auch schon ein wenig. Wir haben da auch schon ein paar Preise gewonnen, international und ja. Das hatte ich aber auch schon als Kind interessiert, diese Brennerei, da warst du schon als Jugendlicher. Ja, Brennen, ob das, das kam also noch vom Bier. Das Interesse hat noch mit Edelbrennen angefangen, also ich habe schon immer gern Williams getrunken und ja, das ist auch, es ist immer noch mein Steckenpferd und dann halt jetzt, irgendwann bin ich auf Whisky trinken gekommen. Und dann haben wir gesagt, top, komm, Whisky ist erst einmal, muss man Bier brauen, wir als Braumeister anders, ne? Und mit der Brauerei, wir haben die Technik, wir haben das Know-how, das machen wir jetzt dann einfach. Und der Anfang ist eh der gleiche, habe ich mir mal sagen lassen, habe ich auch schon zugeschaut. Genau. Es ändert sich erst mal weit, weit spät. Genau. Weit, weit spät.
Und jetzt habt ihr eine größere Blase, hast du ja gesagt. 1200 Liter, ja. Genau. Ordentlich was durch. Du bist auch Edelbrand-Sommelier, gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Das ist dann so wie ein Sommelier. Ja, auch, genau, in Weinstephan. Das waren ein paar Blöcke in Weinstephan, genau. Dann halt Speisenkombinationen. Ja, das hat mich halt damals interessiert. Und ja, das habe ich auch nicht bereut, dass ich das gemacht habe. Also man lernt da schon was, so ist es nicht. Wenn das eine immer braucht, jetzt haben wir hier die Kollegen in Facebook, wo dann nur trommeln, das braucht man nicht. Und als Braumeister weiß man eh schon viel. Also jetzt will ich wieder nicht mit einem rumstreiten. Ihr habt natürlich auch ein wunderbares Gasthaus dabei, kann man ja mal erwähnen. Das macht ihr mit der Familie. Genau, machen wir. Fränkisches Essen. Genau, Schäuferler, Rebraten, Schnitzel, Cordon Bleu, Bratwurst und halt im Sommer Biergarten, großen Biergarten mit so 250, 280 Plätze und dann halt Brotzeiten, Brotzeitplatten, Obatster. Ja, ganz, ganz, ganz klassisch, standardfränkische Küche. So wie Karpfen, wir wollen. Forellen, ne? Genau. Da haben wir draußen einen alten Brunnen, das ist unser Bassin im Endeffekt, da schlachten wir die Fische frisch, genau. Und selber jagen dürft ihr auch? Oder ja, ich bin so Jachtpächter, genau. Ich bin jetzt Jachtpächter hier um Duisbrunn rum, das Revier ist 1200 Hektar groß und da schießen wir im Endeffekt die Rehe raus, die wir übers Jahr brauchen. Das klingt für jetzt für die Gastwirtschaft, ja. So, ne? Genau. Jetzt, dass auch der Letzte weiß, wo wir hier sind. Ihr liegt hier am 5-Seidlersteig, da seid ihr ein Teil davon. Das weiß dann auch. Und das ist auch eine wunderbare Wandergegend. Genau. Manchmal nimmt es überhand, haben wir schon mal gelesen, muss man wieder ein bisschen eindämmen. Ja, das haben wir die letzten Jahre schon durch unsere Regeln und auch wir haben Securities mittlerweile, ich zumindest und auch die Nachbarbrauerei am Samstag da. Und es hat sich die letzten Jahre sehr gewandelt von einem Partypublikum. Der 30. Junggesellenabschied. Nee, eben, sagen wir, unser Alter oder auch jünger oder älter in einem Freundeskreis, man geht einen schönen Tag. Die meisten essen drei, manche viermal in den Gastwirtschaften, aber halt da zwei Bier drum, da zwei Bier und die lassen sich dann den ganzen Tag Zeit und das ist so was gedacht. Ne? Das soll ja auch angenehm bleiben und auch für die anderen Gäste, die jetzt nicht am Fünfseilersteig unterwegs sind, auch angenehm noch sein oder auch für die ganzen Anwohner. Ne? Ja. So jetzt da grillen und Buddy oder mit einer so einer Box dann auf voller Lautstärke durchlaufen. Ballermann ja, ist woanders. Genau, ne? Genau, das soll woanders sein. Und Biergarten hast du angesprochen, ich schenke da noch wirklich aus einem alten Gewölbekeller aus. Genau, so ein alter Bierkeller, da wird früher das Bier drin gelagert und da schenkt man draus aus. Der Biergarten ist auf drei Ebenen angelegt, sind zwei Bäume drin oder ein Baum noch und ist zwischen zwei Häusern eingefasst, also ist er wegen Wind geschützt und ist im Sommer immer sehr gut besucht. Und die Wanderer sind auch, ist auch eine wunderschöne Gegend, merkt man schon, wenn man herfährt. Wunderbar, nur zu empfehlen. Dann haben wir es jetzt schon in aller Kürze. Dann danke ich dir. Thomas, ich danke dir für ein bisschen. Dass du dir Zeit genommen hast. Er muss schon wieder weiter. Wir drücken dann auch ein bisschen aufs Tempo deswegen heute. Euch danke fürs Zuschauen und bleibt gesund. Tschüssi.